Hallo und herzlich willkommen zur Online-Andacht der Landeskirchlichen Gemeinschaft Rostal. Schön, dass du dabei bist. Entweder schon zum wiederholten Male oder auch ganz neu. Ich bin Thorsten Rumpf, ein Mitglied dieser Gemeinde sowie aktives Mitglied im Bayerischen Roten Kreuz. Und in dieser Eigenschaft trifft man mich manchmal bei Veranstaltungen in Rostal, bei Sanitätsdiensten und was ich leidenschaftlich gerne mache, ehrenamtlich Rettungsdienst fahren. Diese Andacht wollte ich eigentlich in meinem Dienst an Ostersamstag ein wenig vorbereiten, aber das Einsatzaufkommen hat es nicht zugelassen. Aber dafür war ich ja auch nicht da in dieser Zeit, um eine Andacht zu schreiben. In diesen 8 Stunden war ich ein wahrer Held. Zumindest, wenn man die momentane Stimmung im Lande zugrunde legt. Wohl. Waren mein Kollege und ich in dieser Zeit wahre Helden? Wir haben das getan, was wir immer in unseren Schichten tun. Wir haben Menschen geholfen, die rettungsdienstliche Hilfe benötigt haben, weil sie einen Unfall zu Hause hatten, vom Fahrrad gestürzt sind oder einen Krampfanfall hatten. In dieser Schicht hatten wir keinen Corona-Fall. Waren wir dann trotzdem Helden? In dieser Zeit rücken plötzlich Menschen in unseren Fokus, die wir sonst so nicht im Blick haben. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht schon mal an einer Ampel gestanden und sich aufgeregt, dass er oder sie eine Rotphase länger stehen musste, weil der Rettungsdienst, die Polizei oder die Feuerwehr wegen einer Einsatzfahrt alles durcheinander gebracht hat? Aber jetzt, in dieser Krise, sind sie alle unsere wahren Helden. Ich stand am Samstag mit meiner Dienstkleidung beim Bäcker in der Schlange, den Rettungswagen vor dem Geschäft geparkt. Schließlich wollte ich auch ein bisschen was frühstücken. 5 oder 6 Leute waren vor mir. Es ging langsam vorwärts, weil die Bäckerei natürlich auch ihr Personal reduziert hatte und einen nach dem anderen bedient hat. Als nur noch einer vor mir stand, hat sich ans Ende der Schlange ein älterer Mann angestellt. Sein Kommentar: Hat sie keiner vorgelassen? Nein, keiner. Das war mir in diesem Moment auch ziemlich egal. Ich hatte ja Zeit und selbst wenn in dieser Zeit ein Einsatz reingekommen wäre, dann hätte ich eben später gefrühstückt. Aber es hat mir eines deutlich gemacht. Es ist einfach, auf dem Balkon zu stehen, zu klatschen oder Musik zu machen, es kostet uns nichts. Wir sind ja eh zu Hause und haben nichts Besseres zu tun. Land auf, Land ab sind plötzlich alle unsere wahren Helden, die wir sonst nicht im Blick haben. Aber irgendwann kommt die Zeit, dass auch diese Krise vorbei sein wird. Und dann bin ich gespannt, wie viele sich noch an die warmen Worte erinnern. Sind sie dann auch noch unsere wahren Helden? Mehr Zahlen im Supermarkt, weil die Angestellten besser entlohnt werden. Und sie stehen hier nur stellvertretend für Post- und Paketboten, LKW-Fahrer, Müllmänner, Lehrer und so weiter und so weiter. Einen höheren Satz bei der Krankenversicherung, weil die Angestellten in Kliniken, Arztpraxen und im Rettungsdienst besser bezahlt werden. Angemessener für die Verantwortung und die Last, die sie täglich tragen. Die Abgaben für die Pflegeversicherung oder die Zuzahlung im Alten- und Pflegeheim erhöhen, weil wir endlich bereit sind, den Dienst der Angestellten an unserer alten Generation angemessen zu bezahlen. Dann wird sich zeigen, ob das ganze Gerede von den wahren Helden bloße Lippenbekenntnisse waren oder ob sich tatsächlich etwas ändert, ob dem Applaudieren vom Balkon auch Taten folgen, die bei den Betroffenen ankommen. Ich bin gespannt, ob sich die Diskussion wiederholt, ob es denn unbedingt nötig sei, den Rettungswagen bei einem Notarzteinsatz auf der Straße zu parken. Man könnte doch auch da parken, wo man niemand anderen behindert. Nach dieser etwas ausführlicheren Gesellschaftskritik will ich nun aber auch zu einem geistlichen Gedanken kommen, denn diese ganze Vorrede bringt mich dazu, mich selbst zu fragen,
ob es in meinem geistlichen Leben nicht oft genauso ist. Lippenbekenntnisse, große Reden und wenn es darauf ankommt, nicht liefern. Wie leicht fällt es uns, Jesus etwas zu versprechen. Wir sind in einer schwierigen Situation und versprechen Gott dies oder das zu tun, wenn er hilft. Wir sind voller Euphorie, weil wir eine wirklich erfüllende Erfahrung mit Gott gemacht haben und versprechen, das will ich zukünftig in meinem Alltag umsetzen. Wer von uns kennt diese Situation nicht? Und wer von uns kennt nicht das Scheitern? Das Versprechen nicht eingelöst. Der Alltag hat uns fest im Griff und unser guter Vorsatz geht vergessen. Meine Frau und ich haben am Karfreitag mal wieder die Passion Christi von Mel Gibson geschaut. Und in diesem Film wird eindrücklich gezeigt, wie es Petrus damals ging. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Worte des Petrus. Wir wissen alle, wie es ausging. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ein Großmaul, dieser Petrus, das wissen wir doch alle. Aber wenn es darauf ankommt, dann kneift er. Ist das wirklich so? Er war derjenige, der sich nicht zu schade war, sich zum Affen zu machen, als er auf Jesu Wort hin am helllichten Tag zum Fischen rausgefahren ist. Er stieg aus dem Boot und ging auf Jesus zu, mitten im Sturm. Und trotzdem ist er vor dem Scheitern nicht gefeit. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Der leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne diesen Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus wurde sofort bewusst, was da schiefgelaufen ist. Und er versucht gar nicht, sich zu rechtfertigen. Die Situation, die Menschen, die anderen Jünger, die Umstände. Wie schnell sind wir dabei, uns zu rechtfertigen? Uns fallen immer tausend gute Gründe ein, warum wir unser Versprechen gerade jetzt nicht halten konnten. Oder welche anderen Menschen schuld daran sind, dass wir leider unser Versprechen brechen mussten. Der Film Die Passion Christi beginnt mit der Szene im Garten Gethsemane. Jesus ist alleine und er betet und er bittet seinen Vater, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen könnte. Was wäre gewesen, wenn Gott gesagt hätte, okay, mein geliebter Sohn, ich kann es gut verstehen. Zwar haben wir versprochen, dass der Messias kommt und alle Menschen gerettet werden sollen, die an dich glauben, aber das Leid für dich ist zu groß. Wir holen dich in einer Nacht- und Nebelaktion zurück in den Himmel. Deine Jünger schlafen eh schon wieder. Sie werden es gar nicht mitbekommen. Ich habe zwar immer meine Versprechen gehalten, aber dieses eine Mal dann eben nicht. Ich glaube, wir merken, wie absurd das ist. Nun, wir sind nicht Gott und deswegen wird es uns wohl nie gelingen, alle unsere Versprechen Gott und den Menschen gegenüber einzuhalten. Wir werden immer wieder enttäuschen.
Diese Aussicht ist nicht gerade prickelnd. Gerne würden wir hier etwas anderes hören, denn wir müssen doch perfekt sein. Nein, das müssen wir nicht. Wichtig ist, wie Gott mit unserem Scheitern umgeht. Doch das sehen wir wieder an Petrus. Nach seiner Auferstehung ist Jesus den Jüngern zu verschiedenen Begebenheiten erschienen. Einmal auch am See, sie kamen vom Fischen zurück und dann haben sie sich zusammen hingesetzt und haben gegessen. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und dann spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ich will nicht die ganze Theologie ausbreiten, die in diesem Absatz steckt, aber es wird deutlich, wie Jesus mit Versagen umgeht. Jesus holt Petrus da ab, wo er sich sicher fühlt, beim Fischen am See. Das hat er gelernt und sie haben zusammen gegessen. Und Jesus sucht das Gespräch, aber nicht, um Petrus Vorwürfe zu machen, nicht, um Petrus zu sagen, dass er Jesus es ja wieder besser wusste, nicht, um Petrus sein Versagen nochmal vor Augen zu führen und den Finger in die Wunde zu legen. Dreimal fragt Jesus, ob Petrus ihn lieb habe. Und dreimal hat er Petrus einen Auftrag gegeben. Was daraus wurde, lässt sich in den weiteren Büchern des Neuen Testaments lesen. Petrus wurde einer der Apostel und Missionar. Viele Menschen hat er zum Glauben geführt. Er wurde ein Fels in der Gemeinde Jesu. Trotz seines Versagens und trotz seiner Versprechen, die er nicht gehalten hat. Das macht mir Mut. Jesus konnte Petrus gebrauchen, trotz seiner Fehler und seiner gebrochenen Versprechen. Dann, glaube ich, kann Jesus auch mich gebrauchen. Und er kann dich gebrauchen. Und über all diesen Gedanken steht eine Überschrift: Gott sagt Ja zu dir. Gott sagt Ja zu dir und zu mir mit all unseren Unzulänglichkeiten und Schwächen. Und am Ende ist es nicht entscheidend dafür, welchen Wert er uns beimisst. Dafür zählt allein Gottes Ja zu dir und zu mir. Anfang März wurde auf YouTube ein Video veröffentlicht. Deborah Rosenkranz singt ein Lied, das dieses Thema aufgreift. Du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich so, wie ich bin. Du sagst, ich bin geliebt. Ich lade uns ein, dass wir dieses Lied ganz bewusst zum Abschluss der heutigen Andacht hören. Achtet auf den Text und ich wünsche uns, dass wir Gottes Reden in diesem Lied hören und erkennen: Gott spricht dir zu, ich sage Ja zu dir. Ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, die mich plagen, nichts wird jemals gut. Bin ich
nicht mehr als das, was war, die Höhen und der Fall so tief. Erinnere mich nochmal, ich hab vergessen, wer ich wirklich bin. Oh, oh, oh. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spür. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaub, du sagst, ja, ich glaub, du sagst, dass du über mich sagst. Was jetzt noch zählt, sind deine Worte über mich. In dir erkenne ich meinen Wert, in dir weiß ich jetzt, wer ich bin. Oh, oh, oh. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spür. Vor dich hin. Oh, oh. Du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich so, wie ich bin. Oh, oh, oh. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spür. Du sagst, dass du mich hältst. Ich glaub, was du über mich sagst.